das ist die Maschine wieder. Mhm. Ah. Da ist das Wabern wieder. Ja, das... Puh. Diesmal entkamen wir dem Wabern. Oh, komm, ey, das ist ja widerlich. Jetzt kommt es wieder zurück. Ja, es ist weg, aber ich weiß jetzt nicht wohin. Nicht an der Tür vorbei, das muss da links noch im Gang sein. Ah doch, da vorne ist es doch jetzt, oder? Ja genau, da vorne, gegenüber. Und geht nach rechts. Okay, jetzt mal eben gucken, wo müssen wir hin. Boah, bäh. Umdrehen und nach rechts. Hinter uns. Okay. Dadurch. So, wo sind wir jetzt hier? Das ist so ein Zwischenstück. Okay, da müssen wir nicht hin. Wieder umdrehen. Hinter uns. Da, beziehungsweise dann da. Gleich durch diese Tür durch. Verbindungsgang, genau. Aber den Schlüssel haben wir bislang noch nicht gebraucht. Ja, das kommt doch gewiss noch. So, hier sind wir doch jetzt richtig, oder? Genau. Ach, guck an, da brauchen wir das ja. Richtig, aber ich will mich jetzt nochmal hier umsehen. Aber da waren wir doch schon, oder? Ja, ja, doch. Nö, da will ich nicht hingehen. Okay, gehen wir jetzt erstmal geradeaus noch durch. Und dann muss es ja irgendwie hier hingehen. Ja, Moment, einmal um die Kurve herum. Ach so, ich muss da durch. Sonst komme ich da gar nicht hin. Ah ja, aber was ist da? Und wenn ich mir jetzt hier nach links wende... Ach doch, da ist so eine Drehtür. Aber da komme ich ja nicht hin. Weil da ein Gitter davor ist. Okay, das heißt, ich muss den Schlüssel hier benutzen. Dann werden wir das einfach mal tun. Aber ich speichere nochmal vorher. So. Okay. Zack. Ich gucke gerade, ob dieses Wabern wiederkommt, aber... Ne. Ich hoffe, dass das ein Phänomen der Männerabteilung ist. Okay, da ist dann das Rad, in dem wir gleich wieder explizit drehen werden. Ich tue das ja so auch schon. Okay, da haben wir nichts. So. Nein, da ist leider nichts drin. Da auch nicht. Aber da, hey, eine Schere. Und da unten, ja, da haben wir was dran. Sehr schön. Okay, so, dann also drehen wir mal wieder am Rad und machen das auf. Andersrum, so. Gut, das hat geklappt. Komme ich jetzt, ah ne, da muss jetzt wieder rausgehen. Da steht wieder so ein Typ. Oh gut, der ist aber friedlich, so wie es aussieht. Und jetzt ist er weg. So, wo kommen wir da hin? In den Verbindungsgang, da wollen wir nicht hin. So, wir wollen jetzt da hinein. Okay, liegt hier was? Nö. Da auch nicht. Also gut, rein in die gute Stube. Ich sehe kein Wabern. Ja, das... ach Gott. Meine Nerven. Da vorne steht jemand. Ja, da stehen mehr. Oder vielmehr sieht Garrett, dass da jemand steht. Aber wir sehen das ja auch. Uah. Da kommt man nicht weiter. Aber hier hat doch gerade was geblitzt. Ich hab's doch gerade gesehen. Was ist denn laut Karte dort? Laut Karte geht es hier auch weiter.
Moment mal, da blitzt doch was. Ja, also muss man von der anderen Seite hin. Okay. Oh. Ach, Moment mal, da ist ja unser Pfeil. Aber eigentlich sind wir jetzt schon hier. Da, wo wir hin müssten. Suche nach Unterlagen in der Heilanstalt. Ja, das machen wir doch die ganze Zeit. Na gut, dann suchen wir einfach mal weiter. Oder haben wir noch andere Ziele? Nee, hier drin nicht. Stiehl alle Beuteobjekte. Okay, haben wir ja, naja, fast die Hälfte. Erleide keinen Schaden. Ja, das ist gescheitert. Entdecken, ja gut, wer soll uns da schon entdecken? 12 Kills oder K.O.-Schläge? Aha. Also kann man da noch was machen. Gut. Blick auf die Karte. Wir sind hier. Okay, dann werden wir jetzt auch wieder uns Raum für Raum vorarbeiten. Und uns da mal umsehen. Oh, dunkel. Kann man da hoch? Nö. Also da ist zwar so ein Sims, aber... Oh, Moment mal, da liegt Glas. Oh, das gefällt mir gar nicht. Ja, da gehen wir nachher rein. Da kommen wir sowieso jetzt nicht rein hier. Nö, da ist leider nichts. Das gefällt mir nicht. Das liegt nicht einfach so da. Ach, guck an, da ist... da ist versperrt. Kann man da hoch? Nö. Jetzt kommt da schon wieder so eine unheimliche Musik. Okay, weiter. Also da kann man nicht rein. Okay. Da liegt auch so viel Glas. Da muss man ein Schloss knacken. Speichern. Ach so, nein, ich wollte erstmal... Nein, ich wollte erstmal gucken. Ach, da sitzt wieder jemand. Oh ja, das ist ja immer so. So, dann versuchen wir das mal zu knacken. Das dürfte nicht allzu schwierig sein. So, und noch eins. So. Och je, och je. Meine Nerven. Ja, das werden wir noch öfter erleben. Sowas oder sowas in der Art. Okay, immerhin blieb eine Schere zurück. Das könnte ein Urstein, ein Urkraft-Dingsbums. Hey, ich habe gar nicht zugemacht. Das leuchtet einfach so. Ah, da kann man aber... Aha. Da ist es auch angezeichnet. Ja, nichts lieber als das hier. So, was uns das bringt, weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber hier oben fühle ich mich auf jeden Fall sicherer. Da kann man anscheinend auch hoch. Okay. Ja, erstmal da lang. Ja, da ist vergittert. Wir müssen also doch wieder runter. Ah, aber hier. Das Dumme ist nur, wenn ich jetzt da runter springe, komme ich nicht mehr hoch. Von der dran. Ah, ich kann da vielleicht rüber. Okay, macht nix. Dann runter da. So, was haben wir denn da? Behandlung mit Hitze und Kälte. Werden wir gleich mal lesen. Kapitel 5. So, Behandlung mit Hitze und Kälte. Das Symptom Melancholie wird uns von den Pflegern am häufigsten gemeldet. Doch dafür gibt es eine ebenso simple wie effektive Behandlungsmethode. Körperregionen, die bei Berührung Abwehrreaktionen zeigen oder feucht werden, müssen extremer Hitze ausgesetzt werden. Na toll. Trockenere Abschnitte
der Haut hingegen, die sich als lebhafter erweisen, als dies sterblichem Fleische zukommt, werden durch wiederholtes Eintauchen des Patienten in ein Gefäß behandelt, das mit Wasser knapp über den Gefrierpunkt gefüllt ist. Denn die Kälte entzieht dem fraglichen Körperteil jenen Starrsinn, der die Stimmung des Patienten trübt. Ja, das sind ja voll die mittelalterlichen Methoden. Aber sowas in der Art gab es tatsächlich mal. Nicht, dass ich mich damit auskennen würde, aber ich habe es gelesen. Naja, ich will es nicht vertiefen. So, was haben wir denn hier? Ne, da oben kann man ja nicht hin. Eine Gabel. Aus einem wabernden Schatten habe ich noch nicht gesehen. Ja gut, will ich auch nicht. Ah, okay, Gary geht gleich ganz nach oben. Das ist schön, ich wollte eigentlich nur das Blitze-Dings da nehmen. Kann man da... Ah, Garrett kann darüber springen. Sehr schön. So, da drin waren wir doch schon. Genau, da kamen wir ja hoch. Da werden wir nachher drüber gehen. So, jetzt mal das hier nehmen, Garrett. Ja, eine Spritze. Okay, da ist hier noch eine Tür. Da kann man aber nichts machen. Kann man da von der Seite irgendwie rein? Nee, da nicht. Und von da aus? Achso, da ist alles verrammelt. Doch, da kann man rein. Moment. Wie komme ich jetzt da rein? Ach nee, ich war da ja schon drin. Hier, da. Und dann wurde die Tür zugemacht. Und jetzt kann ich nicht mehr zurück. Das macht aber nichts, weil ich ja hier hoch kann. So. So. Genau, ich wollte da rein. Achso, und das war ja das Ding. Ja, ja, richtig. Okay, alles klar. So. So wie ich das sehe, haben wir jetzt hier auf dieser Seite alles durch. Da hinten ist noch eine Treppe. Ja, egal. Da können wir nachher runter. Da müssen wir wahrscheinlich runter. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Kann ich ja hier oben noch lang... Oder haben wir da oben auch schon jetzt? Garrett, runter. Einfach runter da. Doch, hier haben wir schon alles durch. Ja, da müssen wir dann, glaube ich, nachher hin. Vermute ich mal. Das ist wieder so ein Schrank. Ja, ich weiß auch nicht, wozu die da sind. Für das Wabermonster. Lektionen. Lesen wir mal die Lektionen. Da, Kapitel 5. Lektionen für geistige Gesundheit. Erstens, Wiederholung beruhigt den aufgewühlten Geist. Zweitens, die Abwesenheit von Aufregung fördert die Heilung. Drittens, Lärm ist ein Feind des Wohlbefindens. Ja, das stimmt. Viertens, Gehorsam ist das erste Zeichen der Genesung. Ahaha, genau so geht das, ja. Ja, ja, genau so geht das. Universell einsetzbar. Was haben wir denn hier? Mhm. Da will ich aber jetzt noch nicht rein. Da kann ich auch gar nicht. Was steht denn da dran? Central Seclusion. Aha. Seclusion, das sagt mir nichts, weiß ich nicht. Ich kann zwar einigermaßen Englisch, aber so gut bin ich dann auch wieder nicht. Ah, das ist wieder so unheimliche Musik. Schloss knacken. Ich will jetzt mal lieber durch das Schloss erstmal gucken. Okay. Dann machen wir erst das Schloss auf und gucken dann erstmal rein. Na, da war doch. So, jetzt aber. Ein umgestürztes Bett. So, nö, mehr da ist da nicht. Ach doch, da ist ein Zettel.
Huntfields Krankheit. Na, was hatte der denn für eine Krankheit? Thurlow. Dr. Huntfield wurde anscheinend mit einem entstellenden Rückenleiden geschlagen. Er kann kaum noch aufrecht stehen und seine Operationen durchführen. Ich sollte ihn unterstützen, habe aber nichts gefunden. Ja, ich sollte ihn untersuchen. Okay, natürlich nannte er mich dann eine Versagerin und humpelte davon. Darum habe ich auch gar nicht mehr erwähnt, dass sein Hinterkopf mittlerweile völlig kahl ist und sein linkes Bein sich bei jedem Schritt verdreht. Er sollte es vielleicht einmal mit seiner eigenen Elektrotherapie versuchen. Seine Patienten würden ihn sicher mit großem Gusto nämlicher Behandlung unterziehen. Ja, das glaube ich auch. Man sollte keine Gabeln verteilen. So, erstmal gucken. Nö, da scheint nichts dran zu sein. Also nichts Auffälliges. Aha, nee, da oben ist. Da ist wieder verrammelt. Glasscherben interessieren mich jetzt mal nicht. Oh nee, ich will da gar nicht näher hingehen. Okay, gleich mal speichern. Das ist sehr hell. Okay, da gucken wir gleich nachher rein. Kann ich eigentlich da oben irgendwie lang gehen? Ja, das ist egal. Ich meine, ich muss da... ich musste durch die Tür durch. Ah, da ist jemand. Die Dame, die sich ihren Kopf da wund schlägt. Manchmal ist einem danach. Ja, das kenne ich auch. Aber unter solchen Umständen hier, nee, lieber nicht. Dafür hat sie uns was zurückgelassen. Eine Teetasse im Wert von 2 Goldstücken. So, und hier haben wir noch was. Okay, da ist wohl auch nichts dran. Joa. Da waren wir ja schon, genau. Da blitzt irgendwas, aber da kommen wir nicht hin. Das müssen wir dann von der anderen Seite machen. Okay, also, dann müssen wir zusehen, dass wir irgendwie hier reinkommen. Warum ist da so viel Glas und diese Schränke immer? Ach, da komme ich ja auch nicht rein. Da kann ich nur reingucken. So, jetzt mal sehen, ob ich von der anderen Seite reinkomme. Ach, da ist ja auch noch was. Da vorne geht jemand. Okay, nee, da komme ich nicht rein. Das ist wieder so unheimlich hier. Also ich meine so besonders unheimlich. Aha, da hat jemand Feuer gemacht, deswegen ist es hier so hell. Das wird da in dem Raum da vorne auch sein. So. Patientin Nummer 18. Aha. Dann lesen wir uns das mal durch. Kapitel 5. So. Nee, das will ich. Das muss ich mit dem Mausrad machen. Das geht. So, Patientin Nummer 18. Patientin Nummer 18 ist ein außergewöhnliches Geschöpf. Wenn sie nicht ruhig gestellt ist, schreit sie etwas von tausenden Stimmen und tobt so stark, dass wir ihre Fixierung verdreifachen mussten. Der häufigste Satz, den sie brüllt, ist die Aufforderung, an jemanden aufzuwachen, aber es bleibt unklar, wen sie damit anspricht. Ich habe Patient 22 mehrmals in den Behandlungsraum bringen lassen, um die beiden zu beobachten. Er hat sie nicht berührt, wurde aber gewalttätig, als wir ihn wieder entfernten. Ich hoffe wirklich, dass Northcrest mir in Kürze genehmigt, meine neue Entnahmetechnik auszuprobieren. Das Gerät wurde genau für diese Aufgabe entwickelt und es wäre eine Schande, es verrosten zu lassen, nur weil Northcrest kein Blut sehen kann. Ja, so viel dazu.
Trinkt denn niemand in Rina ihren Wein? Sie wartet schon so lange. Ja, dann wird sie wohl noch ein bisschen länger warten müssen. Ey, Mann, das ist so unheimlich, ey. Ich glaube, ich mache gleich eine Aufnahmepause. So, aber da waren wir ja schon. Also jetzt weiter. Oh, Moment mal, da ist eine Tür, die noch zu ist. Boah, da ist aber nichts. Okay, dann muss ich das von der anderen Seite aus versuchen. Aber da kommt man auch nicht rein. Hier oder doch da? Nö. So, und warum ist das da immer noch hier so? Weiß ich nicht. Also Ziele. Suche nach Unterlagen in der Heilanstalt. Ja, haben wir jetzt noch nicht alle Unterlagen gefunden. So, finde Informationen über Aaron. Ja. So, Anscheinend noch nicht.